Stell dir vor, Emil, diese Früchte kämen aus einem weit, weit entfernten Ort. Und damit die Pflanzen wachsen können, wird den anderen Pflanzen das Wasser geklaut. Und die Pflanzen werden mit tödlichem Gift besprüht, dass ihnen ja kein Wurm und kein Käfer zu nahe kommt. Weil aus den Pflanzen Früchte werden sollen, werden sie nun auch noch künstlich bestäubt. Und damit wir sie essen können, müssen sie Flugzeug fliegen. Eng aneinander gequetscht, weinen sie bitterlich darüber, dass ihre Reise Schuld an der Zerstörung der Erde ist. Oma, hör auf, solche Horrorgeschichten zu erzählen. Das ist doch schon lange her. Übernimm heute Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft. Ernähre dich saisonal, biologisch und regional. Du änderst mehr, als du denkst.